Schaufeln haben wir ja genug. So, das heißt, wir werden hier ein bisschen buddeln können. Blöd ist natürlich nur, dass es genau jetzt Nacht wird. Ah, ich hasse es. Ich probiere mal was. So und so und so. Mal gucken, ob es funktioniert. Das Blöde ist natürlich nur hier unten. Na, hier kann ich... Ich weiß gar nicht, ob ich alles ausleuchten kann und will überhaupt. Schauen wir mal. Und jetzt müsste ich noch irgendwie... Da komme ich hoch. Super. Naja, dann hoffe ich mal, wir werden hier die Nacht überstehen, ohne dass uns großartig Viecher angreifen. Ich habe jetzt auch keine Lust, die ganze Zeit hin und her zu laufen und immer das Bettchen aufzusuchen. Das ist dann auf Dauer auch ein bisschen lame. Merken wir ja schon, wenn uns hier irgendwas in die Luft sprengen will. Mal schauen, mal schauen. In unserer Umgebung wird eh nichts spawnen, aber da hinten zum Beispiel haben wir eine Spinne schon. Und mal gucken, was dann hier noch so kommt. Ach, schön ist das, wenn die Landschaft ein bisschen braucht, um sich zu updaten. Abzudaten, zu, ne? Also ihr wisst schon. So, dann wollen wir mal fleißig ausbauen. Huch. Und da rödelt der Rechner wieder herum. So, lalalala. Gleich haben wir gar nicht wenig Sand. Und so einfach kann man das machen, wenn man zum Beispiel irgendwo eine Sandmine hat, wie wir das hier haben. Dann kann man einfach da, wo der Sand quasi fast unter der Meeresoberfläche liegt, kann man einfach ein bisschen Sand investieren, um die Mine zu erweitern. Das, ich weiß, das habe ich schon mal gesagt, vor ewig vielen Folgen, aber kann ja nicht schaden, das nochmal zu wiederholen, weil, wie gesagt, viele sind ja erst später dazugekommen. Und das ist einfach eine super praktische Rohstoffgewinnung, das auf diese Weise zu machen. Und leider haben wir hier das Glück, nee, das Pech, Glück, Pech, das Glück. Wir haben das Glück, dass wir hier keine Wüste direkt vor der Haustür haben, zumindest keine vernünftige. Weil wir spielen ja hier in der Staffel 1 Welt, damals gab es noch gar keine Biome, also gar keine Landstriche, wie zum Beispiel Wüsten und sowas. Damals war das einfach alles random. Random! So, und ihr seht, wir haben mit minimalem Einsatz haben wir gleich zwei, oder bald zwei 64er Stacks Sand gewonnen. Mit ganz minimalem Einsatz von Sand, den wir ja auch wieder gekriegt haben. Und gut, dass wir so viele Schaufeln mitgenommen haben übrigens. So, Hauptsache, hier kommen keine Viecher. Ich will nicht, dass hier Viecher kommen. So. Und fröhlich geht es weiter. Wir buddeln uns in die Tiefe. Hätte ich Lust, doch die Erde jetzt hier mitzunehmen. Also nicht mitnehmen, aber halt zu gucken, was unter der Erde ist. Und jetzt kann ich mich hier einfach mal mit ein bisschen Sand kann ich mich wieder in die Luft katapultieren. Den baue ich ja hinterher sowieso wieder ab. Da hinten haben wir Zombies und Skelette auf der Insel. Hier haben wir zum Glück fast gar nichts außer da. Hallo, Herr Planschemann. Na, wie geht's uns denn heute? Offenbar ja nicht so gut, was? So, okay. Nehme ich mal einfach das hier alles mit. Lalalala. Jetzt können wir auch schon größere Gebiete abstecken. Aber ich muss nur gucken, dass wir nicht aus Versehen hier in die Fänge eines... Da hinten sind... Oh, das sind überall Skelette. Die laufen ja überall durchs Wasser. Ich sollte hier einen Zaun oder sowas... Nee, das sind ja nur die Sandminen. Da bringe ich keinen Zaun dran an. Dann gehe ich mal lieber... Ach, hier in die Richtung kann ich gar nicht gehen. So, so. Ich mache nur da, wo es ein Tief ist. Alles andere ist mir gerade zu viel Verschwendung. So, hier kann ich eine Fackel anbringen. Ist eh egal. Die wird ja dann wieder abgerissen. So, hier jetzt nochmal. Gut.
Hauptsache, wir werden in Ruhe gelassen. Das ist das Wichtigste. So, jetzt haben wir gleich ein 64er-Stack verbraten. Da will ich gar nicht wissen, wie viel wir dabei wieder rausbekommen dann. Und jetzt nehme ich hier einfach... Komm, wir machen hier mal direkt auf Vorrat. Huch. So, Hauptsache, der Bogenschütze sieht uns nicht, weil ich einfach gerade keine Lust habe, gegen den zu battlen. Freestyle und so, weißt du? So, hier jetzt alles dicht und einfach mal von hinten gucken. Da ist die Insel zum Glück leer. Ich glaube, die planschen gerne, die Viecher. Die laufen immer irgendwie im Wasser rum. Das war aber auch nicht immer so. Das ist erst seit, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich das genau beobachtet, dass es seit, weiß ich nicht, ist. So, jetzt können wir hier nämlich fröhlich einfach... So. Naja, ist jetzt vielleicht ein bisschen dunkel. Ich hoffe, das wird uns nicht zum Nachteil gereichen. Auf jeden Fall werden wir gleich Sand scheißen vor lauter Sandmengen. Könnte jetzt ein bisschen dauern, ne? Also ich glaube, gleich wird es wieder Tag. Dann haben wir die ganze Nacht einfach damit verbracht, hier Sand zu ernten. Ist doch besser, als die ganze Zeit nur pennen gehen und dann da rumliegen. So, da... Hier sind überall Skelette. Links und rechts alles Skelette. Nicht irgendwelche anderen Viecher, nur Skelette. Links und rechts und alles voll. Muss ich immer ein bisschen aufpassen. So, denn ich fürchte, wenn uns davon eines erwischt und wir da irgendwie in die Gegend laufen von dem Viech, dann werden die anderen auch bald hinterher rutschen. Und da habe ich gerade gar keine Lust drauf. Liebe Skelette, erhört doch mein Flehen und lasst mich einfach mein kleines, bescheidenes Leben führen. Hier auf der Insel. Und sind wir nicht letzten Endes alle nur Schiffbrüchige des Lebens? Ja, des Seins und des Herumgelabers während des Sandabbauens. Ich stelle mir manchmal gerne vor, wer diese komischen Skelette wohl waren oder wie die alle totgegangen sind oder wie es dann zu diesem Unglück kam oder... Ne, oder warum man hier gestrandet ist und so weiter und so fort. Die einen denken dann immer, das ist irgendwie ein anderer Planet oder weiß ich nicht was. Andere malen sich aus, man sei schiffbrüchig. Aber dafür ist die Welt natürlich auch zu groß. Und ich freue mich ja schon auf den Tag, an dem es nicht nur die normale Minecraft-Welt gibt, so wie sie hier ist, sondern wo auch verschiedene Weltenarten generiert werden. Einfach so zum Beispiel, wo dann nicht Erde ist, sondern sowas wie die Mars-Oberfläche oder so. Einfach für die Abwechslung, wenn mal jemand auf dem Mars spielen will oder was weiß ich. Oder vielleicht andere Baumsettings. Eigentlich, obwohl das sollte dann lieber per Mod möglich sein. Das sollte nicht nativ eingebaut sein. Sowas wäre dann, glaube ich, per Mod sinnvoller. Andere Baumarten. Die Felsen gehen ja alle mit Texturen und so. Kann man das ja aussehen lassen. Das ist ja kein Problem. Nur benennen kann man es eben auch noch nicht. Naja. War mal so eine interessante Idee einfach. So, mal schauen, wie lange wir hier noch brauchen. Ich weiß, der Spannungspegel ist irgendwo gegen Null, aber ich sollte einfach mal aufhören, das zu erwähnen, weil das macht es auch nicht interessanter, aber wir sind ja bald durch und dann haben wir so unverschämt viel Sand, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin wir damit eigentlich sollen. Und da bricht auch schon der nächste Morgen an. Bäh. So. Ich erinnere mich, ich habe hier, glaube ich, auch mal über die World Wrestling Federation gequatscht, ne? Und ja, was es da heute gibt, WWE? Nee, ich weiß gar nicht, was es heute ist. Und über Hulk Hogan und der Undertaker und Randy Savage und diese Million Dollar Man Ted DiBiase und wen gab's denn da noch alles? Die Hart Foundation und... Hexor Jim McDuggan.
Gott, oh Gott, oh Gott, dass man sich sowas überhaupt merken kann, dass man für sowas Platz im Gehirn hat, das ist mir wirklich ein Rätsel, wie das überhaupt kommen kann. Wie man sich da evolutionstechnisch überhaupt noch vorarbeiten kann, wenn man sowas im Kopf hat. Aber wahrscheinlich geht's ja nicht allen so. Ich bin halt eine Medienhure. Tut mir auch leid.